Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Showdown mit mir, dem Fleisch, ohne den Herrn sofort. Ich mache jetzt einfach erstmal, ich werde jetzt erstmal nur mal ein bisschen kurz mal ein paar Golden Turds farmen und dann gehe ich nochmal. Wir machen gleich einfach wieder ein paar Fights und der gleich fängt jetzt einfach mal an. Ah, ist der anstrengend. Nein, ich bin nicht anstrengend. Du bist mega anstrengend. Ich bin mega anstrengend. So, und jetzt kann ich eigentlich das Ding schon skippen, weil da wird jetzt sowieso nichts mehr passieren. Ja, danke schön, dass du skippst. So, ich will nur mal ein paar Golden Turds schnell auf die Schnelle holen, damit ich vielleicht noch bis zum nächsten Rumble 7 Stück. 7 hast du bekommen? Ja. Wie kannst du denn 7 bekommen? Tja, würdest du unter Umständen auch manchmal meine Videos angucken und nicht immer nur Minecraft suchten, dann wüsstest du, wie das funktioniert. Komm, sag mal, wie das geht. Dann wüsstest du, wie das funktioniert. Guck dir meine Videos an. Sag mal her. Ja, sofort gucken Sie sich meine Videos an. Das sind über 600 Videos. Komm. Ja, und. Sag mal, how. Ja, du musst weiter oben farmen. Wie? Ach so. Toll. Ja. Super. Auf welchem Chapter farmst du? Ich farme hier auf der 22. Da habe ich mir schon was gedacht. Na, machen wir hier die Tina hin. Die kann jetzt mit vitruvianischen Menschen noch zur Künstlerin werden. Und jetzt kann ihr nichts mehr passieren. So, skippen. Skippe die Wippen. Skabadababen, buben die buben. So, 8 Stück. Da haben wir schon 15 zusammen wieder. Sorry, ich komme. Wenn man das dreimal am Tag macht, hat man relativ schnell dann tatsächlich doch die 1000. Aber es sind nicht immer 7 oder 8. Also ich habe auch oft habe ich einfach nur 3 oder 4, ja, also so ist es nicht. Komm mal hier mit der Ringenkarte. Dann mache ich hier mal den Badminton-Rutscher. Ich spiele gegen denselben, gegen den ich schon mal heute gespielt habe. Gut, dann jetzt hier doch den schmierigen Skadooch und dann passiert da sowieso nichts mehr. Skippidi-bibben, babbendi-babben, bubbeli-bubben. So, Gibbeli, Skibbeli, Babbeli, Babbeli, Bubbeli, Bubbeli. Und 5 Stück. Dann haben wir jetzt insgesamt schon 20. Nach 3 mal skippen. Mehr oder weniger skippen. Was? 3 mal mehr oder weniger skippen. Skippen die Wippen. So, und dann gehe ich nochmal in den Secret Fight Club und dann gucken wir mal. Heute habe ich übrigens jemanden tatsächlich vom deutschen Team platt gemacht. Ja, ich bin ja deutsch. Und das mit dem Hasenkostüm, was du ja als so schlecht ansiehst. Hasenkostüm ist auch schlecht. Hasenkostüm. Und dann dazu eine Peggy. Wow, der hat kein Land mehr gesehen. Die ist so schlecht. Hallo, eine Nan-Peggy. Du kannst die Nan-Peggy mitmachen. Ja, eben, und das kannst du damit machen. Ich und dann. Spells. Von daher. Ja, aber das hast du nur einmal. Ja. Ja, ich habe das auch einmal und ich habe einmal das Hasenkostüm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine von beiden mit einer Peggy kombinieren kann, ist momentan ziemlich hoch. So, ich habe 2 Karten, mit denen ich das machen kann. Ich habe das Hasenkostüm aus solchen Legendary-Stones bekommen. Mhm. Darüber war ich nicht glücklich. Hätte ich lieber zu dem Zeitpunkt war ich auch noch nicht glücklich. Also als ich habe das Hasenkostüm auch erst jetzt rein. Weil es halt echt, wie gesagt, brutal mit der Peggy ist, ja. Und wenn das Ding einmal draußen ist, dann hast du schon dein Match automatisch gewonnen. Gegen jemanden aus, wie Sandwich ist ja genauso ein Ding. Und jemand aus dem deutschen Team, gegen den hätte ich sonst nie gewonnen. Hier 20 Sandwich auch wieder. Das war jetzt allerdings das Book of Spells. Aber das ist ja auch egal. Sexualkunde, Peter. Also wenn ich fliege. Jo, wahrscheinlich. So. Okay. Jetzt müssten wir eigentlich schon fast mit dem Farmen durch sein. Nochmal 6 geholt. 15, 20, 26.
Aber es ist wirklich wahr, da kann man fast alle, sagen wir mal 2 Wochen, kann man so eine, sich so eine Golden Third Karte da holen. Ich kann mir jetzt schon fast alle holen, weil ich ja schon 1200 noch gefallen habe. 1206 habe ich jetzt hier. 1206. So. Ah, ich habe das Ding, ich habe die Werbung gar nicht angehabt. Okay, das... hatte ich eigentlich gedacht, aber das macht scheinbar da keinen Unterschied. Erforschen. Aber die werde ich mir trotzdem jetzt gleich noch schnell anschauen. Weil ich ja in den Secret Fight Club möchte. Bobby und das Gewehr ist der Scharfschütze Bobby. Ja, das ist übrigens nice. Und jetzt muss ich aber den Devil Bobby eigentlich machen. Wo ist er denn? Hat Bobby? Er Maus? Ja. Hart oder nicht so hart? Schon. Das Buch der Zaubersprüche, das habe ich ja schon. Dann machen wir dasselbe nochmal mit dem Hasenkostüm. Was kommt da raus? Ja, wahrscheinlich auch der Devil Bobby. Und der Devil Bobby ist ziemlich übel. Ich weiß. Mhm. So. Ja, ich mache jetzt mal kurz hier auf Stopp. Rumgemachse, Murkse, ist er jetzt endlich wieder da. Mal gucken, für wie lange. So, das wäre eine Susan Boyle, das wäre der Butler, das ist die Goddess und der Hinternschrank. Ich werde jetzt erstmal hier mit der Lila anfangen, dann gucken wir mal, vielleicht kommt da noch eine andere geile Karte. Ja, komm doch mal einfach jetzt mal hier die Susan Boyle. Dann hier einen vitruvianischen Menschen. Dann machen wir hier mal den da. Und jetzt muss ich mir mal langsam was einfallen lassen da für den Death Ball. So, jetzt habe ich noch eine Gigidi Gun. Oh mein Gott. Es wäre natürlich jetzt echt mal eine nice Sache. Jetzt mal erstmal hier die Ringenkarte hin. Hm. 13 Leben habe ich aber nicht mehr. Doch, habe ich noch. Theoretisch könnte ich das noch schaffen. Aber dann fliegt mir... Nee, das fliegt mir auch nicht weg. So, jetzt machen wir erstmal die Dodgeball, Luis. Dass ich überhaupt eine Chance habe. Und jetzt muss ich hier hinten den Steve... Boah! Gleich! Oh nein, jetzt verliere ich das Ding an der Kamber. Verdammt Axt! 29 sind wir weg. Du hast verloren? Nein, das sieht nur so aus. Das ist eine Fata Morgana. Oh, hast du verloren? Nee, ich hab nicht verloren. Gar nicht. Hast du verloren? Nein, hab ich gar nicht. Das ist aber so leicht. Ich hab überhaupt nicht verloren. Es tut mir echt leid. Lass mich in Ruhe. Nicht. Ich hab gar nicht verloren. Du hast nicht verloren. Stimmt, nein, hab ich nicht. Ich hab nicht verloren. Du hast dich gerade einfach mal so über dein gewonnenes Game geärgert. Ich hab überhaupt nicht verloren. So. Natürlich. Herr Gleich, versus the Grinder. Versus the Grinder. Versus the Grinder. Von den Koopa Troopas. Die sagen mir da auch was. Die Koopa Troopas. Die kennen wir doch. Ich habe gespielt. Ja. So, dann hätten wir hier einen. Fangen wir erstmal an mit einem Badminton Roger. Dann mache ich als nächstes hier ein Gewehr. Oh my fucking god. Dann hier eine Paddle Peggy. Oh mein Gott. Dann hier eine Furzschule für Hochbegabte. Oh Gott, was ist denn? Jetzt kriege ich aber wieder richtig den Frack voll, ne? Jetzt kriege ich wieder richtig schön den Frack voll. Hey, und ich habe auf meinem anderen Account endlich Bobby auf Stufe 9. Juhu. So, jawohl, ist das nicht geil? Da verliere ich jetzt hier, aber da habe ich wenigstens Bobby jetzt auf Stufe 9. 957, oh Mann! Und eine 6er Tina!
So, Stefan P444. Ich will doch nur wenigstens ein paar Matches gewinnen. Nee, kann doch nicht wahr sein. So. Violent Paper, was weiß ich. Oh mein Gott, Tom Landry Middle School, das. Oh, aber jetzt können wir natürlich hier was ganz anderes machen, ne? Jetzt können wir mal was ganz anderes machen. Da fange ich erstmal an hier mit Rogers Kleiderschrank. Jetzt komme ich mit diesem besagten Hasenkostüm, was der Herr sofort so schrottig findet. Und jetzt habe ich die Nun Peggy, die da mit einer. Es ist nur eine 17er Bombe in der Situation, aber das reicht mir auch schon, um jetzt dieses Match hier zu gewinnen. Nun Peggy einmal am Start. Dann ist das Match meistens vorbei. So, 397. Dann geht's weiter. Jemand. 974, eine 9er. Ja, wenigstens bin ich da irgendwo auf Platz 9700. Unter die ersten 10.000 zu kommen, sollte heute für mich eigentlich kein Problem sein, sage ich mal. Wenn ich noch ein paar Kämpfe gewinne. Oh, Crazy Diamonds, Trey Time. Ein Kampf gegen Crazy Diamond. Und jetzt habe ich natürlich einen ziemlich schwachen Start, sage ich mal. Das ist jetzt nicht wirklich das, was ich zu Beginn haben möchte. Aber wir gucken jetzt einfach mal, was noch dabei rauskommt. Alter, jetzt kriege ich nur diese ganzen Supportkarten. Das ist natürlich nicht wirklich das, was ich möchte. Aber jetzt habe ich das Hasenkostüm. Aber damit warte ich jetzt, bis meine Gigidigan weg ist und werde dann eher jetzt nochmal hier was zum Crippeln oder sowas hinklatschen. Dann machen wir hier mal den Peter hin. Wenn jetzt die Gigidigan weg ist, jetzt komme ich hier mit meinem 24 Schaden. Also erstmal hier den Bob Jean hin. So, oh mein Gott, ach Scheiße, das war jetzt echt blöd gespielt von mir. Das war jetzt wirklich blöd gespielt. Jetzt verliere ich dieses Match gegen Straight Time. Ach Mann. Das ist auch echt jetzt blöd gelaufen, dass ich da nicht mehr reingekommen bin. Wenn ich die einmal hätte spielen können, wäre das anders da gelaufen. Naja, gut. It is wie it is. So, jetzt fliege ich wieder runter. Sleepy Teach. Gucken wir mal. Oh Mann, achter Roger, Darkwing Duck. Oh, was da passiert. Nette Verkleidung. So, drei Matches verloren, nur eins bis jetzt gewonnen. Heute sieht's nicht ganz so gut aus. Gestern war es besser. Beziehungsweise heute Mittag. Naja. Gestern. Fangen wir an mit einem Badminton Roger. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Kleiderschrank. Jetzt habe ich das Book of Spells, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Sein Äffchen Pyjama finde ich jetzt in der Situation nicht ganz so prickelnd. Hier hätte ich schon mal eine Bombe, zumindest mal eine 12er Bombe. Ist jetzt vielleicht nicht wirklich. Jetzt machen wir die Gas Class erstmal. Momentchen mal. Also das will ich, mache ich jetzt, den Spaß mache ich jetzt nicht nochmal mit. Jetzt hier ist Book of Spells. Ich hätte es anders darum machen müssen. Na egal. Reicht gegen Darkwing Duck. War jetzt nicht ganz so stark. 18 Kronen geholt. So. 43. Dann geht's weiter. Nein, die Werbekiste gucke ich mir jetzt nicht an. Eine Achter Tina, Luxia, Luxia. Von Suicide Mission, Tom Landry Middle School. Der Kleiderschrank, der Hipster Donald ist natürlich auch geil, ne? Also erstmal den Roger hier hin. Dann gucken wir mal.
jetzt erstmal hier einen Termin um 4.30 Uhr. Jetzt hier den Hipster Donald. Gasglas. Gigidi Gun. Rogers Kleiderschrank. Ja, und jetzt kann man eigentlich schon erkennen, was jetzt passieren wird. Jetzt habe ich eigentlich keine Chance mehr, dieses Match noch irgendwie in eine, ja, das noch rumzureißen. Das nächste Match wieder verloren. Heute sieht's echt nicht gut aus bei mir. ...934 gegen Cartoon Alien, gegen, gucken wir mal da, 7er Stan. Mann, immer wieder so Tage, da läuft's echt gut, und dann so Tage, da läuft's echt armselig. Bänder, das wäre die Damenringen. Freezer Dome, das ist die Cheerleaderin Peggy. Ich fange jetzt trotz allem erstmal hier mit dem Roger an. So, dann hätte ich hier wieder diesen Hipster Donald. Und jetzt machen wir mal hierhin die Roller Derby Haley, gegen die Roller Derby Haley. So, dann die Damenringenkarte. Und jetzt könnte ich natürlich, wenn es mir jetzt gelingt, hier in irgendeiner Form die Peggy an den Start zu bekommen. Oh mein Gott. Wie viele, das kann ich eh nicht mehr schaffen. 11 Leben, wie viel ballert denn der mir da hinten weg? 19, das ist auch schon wieder vorbei. Selbst wenn ich die jetzt beide wegklatsche, dann habe ich dieses Match trotzdem auch schon wieder verloren. Da schaltet sich sogar schon der Air-Server ab. Der sagt auch, das Drama kann ich mir hier gar nicht mehr mit angucken. Das ist ja wirklich heftigst schlecht. Ich kann es ehrlich sagen. Und jetzt nicht, finde ich auch gerade nicht so toll hier. Jetzt bin ich schon auf 905. Wie weit will ich denn noch runterfallen? Gegen Jules 1983. Mal so einen richtig schönen Durchmarsch nach unten gemacht hier jetzt. Fangen wir jetzt mit dem Gewehr an. Jetzt spielen wir mal die klassischen Karten. Hier mal das 300-Dollar Messer. Hier mal mit der Gigidi Gun rangehen. Jetzt die Amy. Den Rupert für die Clown-Maschine. Und ich habe mal wieder ein Match gewonnen. Ich bin begeistert. Juhu. So, wie schön. Kriege ich aber dann wenigstens auch wieder 22 Mal. So, 390. Fünf Kämpfe. Machen wir mal den 7er Stan. T-Word, 83. Ob das überhaupt da im Hintergrund an ist, oder ja, es läuft im Hintergrund. Ne, Tom Landry Middle School macht mir natürlich schon wieder Sorgen. Aber gut, ich habe die gleiche auch. Und ich kann jetzt hier mal, auch wenn das jetzt nicht wirklich... Komm, wir machen hier als nächstes erstmal den Kleiderschrank hin. Und jetzt komme ich mit den Bürgerkriegen. Dann habe ich nämlich auch gleich noch ein Bömmchen mit hinzu. Den Steve Smith gespielt. Und nein, den will ich nicht. Den Daddy ist weg. Dann lieber den Daddy ist weg.
Aber ich bin doch noch da. Ich bin doch noch da. So. Nochmal 50 Epic Stones mit hinzubekommen. Irgendwann steht dann mal dort epische Steine. Das sind jetzt die Kraftsteine. Das andere sind dann wahrscheinlich die epischen Steine. So. Soll ich nicht so laut sagen, sonst machen sie es wirklich. Kommt er gleich mit einem Bänder. Gut, Bänder ist gut. Da kann ich erstmal noch, den kann ich erstmal noch stehen lassen. Machen wir hier mal die Amy neben dran. Okay, jetzt kann ich ihn so nicht mehr stehen lassen. Jetzt hole ich mir über das Ballmädchen meine Leben immer wieder zurück. Jetzt muss ich natürlich aufpassen hier gegen den da mit den Bürgerkriegen. Okay, und jetzt hätten wir natürlich etwas Schönes gehabt, aber das hat ja nicht funktioniert so wirklich. So, dann Damenringen. Hier Flügelmutter Lila. Oh, scheiße, 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 scheiße. Vitruvianischen Menschen erstmal. Und es hat nicht gereicht. Wieder ein Match verloren. Butkus. Auf geht's gegen Butkus. Jetzt wollen wir mal gegen Butkus kämpfen. Butkus. Von welcher Gilde ist denn Butkus? Von Empire All-Stars. Okay. Mit Peter. Komme ich hier gleich mal mit dem Steve Smith. Kann ich froh sein, dass er nicht diesen betrunkenen Peter gemacht hat. Maskierter Held. Den werde ich jetzt machen, den betrunkenen Peter. Mit meiner Legendary Powtucket Patriot Ale. Jetzt noch einmal die Furzschule für Hochbegabte. Dann den Bob da drauf geflatscht und das Ding ist durch. Butkus von Empire All-Stars ist damit besiegt. 21. So, 391 gibt's dafür. Das Schöne daran ist auch, selbst wenn man jetzt relativ viel verliert oben im Secret Fight Club, aber man kriegt schon echt richtig viele Punkte. Guck mal hier, jetzt habe ich hier, bin ich auf 7.983 schon. So. Fred, 22. Von den Combo Demons. Ich glaube, hier fange ich erstmal an mit einem Bob Jean gegen den da. So, und jetzt kann ich mal. Dann machen wir Sandwich, genau. Aber dazu spiele ich erst die Tina. Und jetzt mache ich das Sandwich. So. So, dann hätten wir jetzt hier als nächstes die Peggy und das Gewehr. Fangen wir an mit dem Gewehr. Und jetzt noch die Peggy hinterher. Und das Ding ist gewonnen. So, Tina und Bobby mit meinem zweiten Account beide schon auf Level 9. Geil. Ist gerade Arena 13. Also, die kriege ich relativ locker dann hoch. Machen wir mal hier gegen Monte Carlo. Oder Monte Carlo sollte das wahrscheinlich sein. Hm.
Oh, von den Cartoon Killers. Okay. Da habe ich ja auch noch eine Rechnung mit offen. So, das bedeutet, ich würde mal sagen, ich fange jetzt mal an mit. Na, Schwimmlehrer Bob ist natürlich auch eine geile Sache. Fangen wir erstmal mit dem hier. Dann, oh, das ist natürlich noch viel geiler, Peggy. Und jetzt ist der Weg frei, weil jetzt passiert hier mal gar nichts mehr. Jetzt komme ich noch mit dem Badminton Roger. Und wenn er da überhaupt noch irgendeine Karte hinbekommt, jetzt werde ich noch den Schwimmlehrer Bob da hinsetzen, der setzt auch noch sein Bömmchen ein. Ruby Zelda Steen können wir auch noch spielen. Genau. Theoretisch, die brauche ich aber nicht mehr. Cartoon Killers. So, das Ding ist gewonnen. Und weiter geht's. Auf, los geht's los. 975 bin ich jetzt wieder auf 975. So, was gibt's denn da überhaupt zu holen? See all rewards. Wenn man da hinkommt, wenn man da hinkommt, wären es 100. Wenn man da hinkommt, wären es 150. Also 50, 75. Dann hätte ich mir jetzt wieder eine neue Leggy. Also ich muss auf jeden Fall noch ein paar Kämpfe machen. Das werde ich auch noch machen in den nächsten Stunden. Jetzt hier ein paar Dinge noch durchlaufen lassen. Und dann sollte eigentlich ein guter Platz und hoffentlich ein paar Leggy Stones dabei sein. Viel fehlt mir ja jetzt hier nicht mehr. Dann habe ich die ja auch wieder zusammen. Und jetzt Kraftsteine. Wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einfach mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare, auch wenn ich jetzt heute nicht ganz so erfolgreich war. Schreibt mir was in die Kommentare und abonniert den Kanal. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Slowdown. Wir nehmen gleich übrigens da, in 5 Tagen beginnt die nächste Schlägerei. Gilde 2 immer noch auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Immer die Möglichkeit natürlich über Gilde 2 sich zu behaupten und dann eben sich einen Platz in Gilde 1 zu sichern. Macht auf jeden Fall Sinn, sage ich mal. Gilde 1 wird auch wieder ganz gut durchziehen inzwischen. Ah, jetzt sind wir inzwischen schon 39 wieder. Chaos Dom, der Arschkrebs, der Sandro, Tommy, der Lennart ist wieder mit hinzugekommen. So, also uns fehlen noch ein paar Leute. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So, also. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir mal ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. So. Arschkrebs, Gurkentv. Gurkentv, den muss ich auch nochmal anschreiben. Gurkentv. Alles klar. Also, dann macht's mal gut. Bis dann und tschüss.